Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht es um das Thema Intuition oder auch Bauchgefühl. Die Intuition oder auch das Bauchgefühl gibt es in verschiedenen Themen oder halt auch Lebensbereichen, und zwar bei der Aktien- und bei der Börse, bei Investments allgemein, in der Umgebung und im Umfeld, also bei euren Entscheidungen und Tätigkeiten, beim Seelenfrieden, der inneren Ruhe und so weiter. Also es gibt in verschiedensten Lebensbereichen, und ich denke mal, es ist eines oder etwas sehr Wichtiges, was man nicht einfach ignorieren sollte, wenn die Intuition etwas aussagt. Das heißt, es kann irgendwas sein, ihr macht gerade irgendwas, und wenn dann irgendwie die Intuition oder das Bauchgefühl kommt, oh, ihr macht irgendwas, was ihr eigentlich nicht machen solltet, kann es gut möglich sein, dass ihr das wirklich nicht machen solltet. Oder es kann aber auch sein, dass ihr das verwechselt mit irgendwie Unbehagen. Das bedeutet, das passiert vor allem, wenn man aus der Komfortzone rausgeht. Das heißt, man macht etwas, was man zum Beispiel noch nie gemacht hat, und man macht es dann irgendwie nicht gerne, oder man hat Angst, dass man verurteilt wird. Also das darf man nicht verwechseln. Das kann passieren, aber ich bin der Meinung, es gibt ab und zu auch Momente, wo man sich denkt, also im Bauchgefühl, Intuition ist für mich das Gleiche, wo man dann denkt, boah, ich mache jetzt etwas Richtiges, und dann schlussendlich stellt sich heraus, man hat wirklich was Richtiges gemacht. Und es ist irgendwie nicht erklärbar. Also meiner Meinung nach, es ist halt wie so ein Gefühl. Es hat nichts, also wirklich rein gar nichts mit rational sein zu tun, sondern eher irrational, weil man seinem Gefühl folgt. Und ich bin der Meinung, dass man damit relativ gut fährt, oder in den meisten Fällen gut fährt. Also natürlich, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, okay, komm hier, ich mache 1000% Rendite innerhalb von 10 Tagen, und wenn dann das Bauchgefühl sagt, okay, ja, das scheint gut zu sein, dann ist es halt so ein bisschen komisch. Also dann ist es, wie soll ich sagen, dann ist einfach die Intuition von einer Person extrem schlecht, oder halt das Urteilvermögen oder das unbewusste Urteilvermögen relativ schlecht, okay? Ich möchte gerade mal in ein paar konkreteren Beispielen sagen, oder wie ich das so handhabe mit meinem Bauchgefühl und meiner Intuition. Also erstmal mit Aktien und Börse allgemein. Ich kaufe ja Aktien relativ, also ich sage jetzt mal nach dem Bauchgefühl. Natürlich, ich schaue mir die Kennzahlen an, ich schaue mir den Verschuldungsgrad an, den KGV, die Earnings per Share, Dividenden und so weiter. Also ich schaue mir das alles zwar an, aber schlussendlich entscheiden nicht diese Zahlen, ob ich eine Aktie kaufe, also nicht also rein rational, sondern mein Bauchgefühl. Das bedeutet für mich, wenn jetzt mir mein Bauchgefühl sagt, okay, diese Aktie, da fühle ich mich nicht gut, wenn ich diese besitzen würde, dann kaufe ich sie auch nicht, weil es hat den einfachen Grund, wenn ich dieses Bauchgefühl jetzt ignorieren würde und diese Aktien kaufen würde, dann weiß ich, dass ich immer dran denken würde, oh, wird die Aktie sinken, steigen, ich muss immer ins Depot schauen wegen dieser Aktie, weil ich nicht total überzeugt bin, mein Bauchgefühl hat ja Nein gesagt und so weiter, dann würde ich mich nerven und stressen darüber, dass ich diese Aktie gekauft habe, und müsst immer wieder drüber nachdenken. Gegenteilig ist aber der Fall, wenn mir mein Bauchgefühl nichts sagt, also sozusagen, wenn es nichts ausschlägt oder es einfach schon direkt sagt, okay, ja, damit würde ich zufrieden sein, dann ist das kein Problem, weil dann kaufe ich die Aktie, ich lasse sie liegen, gegebenenfalls mehrere Jahre, Jahrzehnte und so weiter. Und dann habe ich auch kein Problem damit. Dann muss ich auch nicht jeden freien Gedanken über diese Aktie dann verschwenden, weil war für mich in Ordnung, dass ich sie gekauft habe. Vielleicht hat sich das als totaler Humbug erwiesen, und ich habe jetzt irgendwie 2000, 3000 Franken in den Sand gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Aber das große Aber ist, ich habe mich für diese 2000, 3000 Franken, die ich dann in den Sand gesetzt hätte, nicht irgendwie jeden Tag Gedanken drüber gemacht, mich mit negativen Gedanken beeinflussen lassen und so weiter, sondern ich habe dann bis zu diesem Zeitpunkt, als die Aktie dann bankrott oder halt Konkurs gegangen ist, also das Unternehmen, habe ich mich nicht groß damit befasst, gedanklich, sondern erst als es dann passiert ist. Aber hingegen, wenn ich jetzt schon von Anfang an bei einem Investment über 2, 3 Jahre und dann noch länger immer mir Angst oder Gedanken über dieses Unternehmen mache, dann macht das keinen Sinn, weil dann überfülle ich mich mit negativen Gedanken, was eigentlich nicht der Sinn der Sache sein sollte. Darum muss mein Bauchgefühl bei meinen Investments, vor allem an der Börse, stimmen. Allgemeine Investments natürlich auch, das kann Warenbestände und so weiter, das kann alles beinhalten, Kryptowährungen und so weiter. Da muss einfach das Bauchgefühl schlussendlich stimmen und mir sagen können, oder zumindest nichts sagen, ja. Also das heißt, es kann ausschlagen, es ist negativ, das möchte ich lieber nicht machen, es macht einfach gar nichts. Oder es sagt, oh, das ist cool, das zahlt sich aus in 15 Jahren. Also es sind natürlich nur Gefühle, und ich denke mal,
da wir alles Menschen sind und Gefühle fühlen, ja, Gefühle fühlen, das hört sich komisch an, aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass das einfach übereinstimmt, dass man dann auch sozusagen wie den Seelenfrieden hat, die innere Ruhe und sich nicht immer ständig darüber Gedanken macht. Das ist extrem wichtig und ich denke mal, das ist auch teilweise mit Geld nicht aufzuwiegen. Das heißt, jemand, der extrem ausgeglichen ist, seinen Seelenfrieden hat, seine innere Ruhe und halt seine Balance gefunden hat, ich weiß nicht, ob der diese Balance gegen X Millionen eintauschen würde und dann ist er danach nur noch irgendwie die ganze Zeit panisch unterwegs oder die ganze Zeit paranoid oder hat Angst oder ist irgendwie wütend, die ganze, also versteht ihr, wie ich meine? Ich denke, das ist etwas, das man extrem unterschätzt und ich bin jetzt in die letzten paar Jahre relativ selten, also wie soll ich sagen, aus dieser Seelenruhe, inneren Ruhe, den Seelenfrieden gerissen worden und ich fühle mich eigentlich immer relativ gut in den meisten oder in praktisch 99,999% der Situationen fühle ich mich einfach gut und das ist, denke ich mal, nicht so einfach mit Geld aufzuwiegen. Natürlich, wenn man Vermögen aufbaut zum Beispiel, kann das ein Faktor, ein kleiner Faktor oder halt ein Teilfaktor sein, der diesen Seelenfrieden fördert. Also das heißt, man hat zum Beispiel keine finanziellen Ängste mehr, dass man zum Beispiel irgendwie die Rechnungen nicht mehr zahlen kann und so weiter. Das sind alles solche Faktoren, die alles zusammenkommen und dann das Big Picture ergeben von diesem inneren Frieden und der, ja, inneren Ruhe. Genau. So, dann nochmal zum Bauchgefühl hier bei der Umgebung und dem Umfeld. Was meine ich damit? Entschuldigung, was meine ich damit? Das ist einfach das persönliche Umfeld, das heißt Freundeskreis und so weiter, Familie und so weiter, dass man dort auch teilweise eine Intuition hat oder auch Bekanntenkreis, dass man zum Beispiel mit einer gewissen Person nicht unbedingt viel zu tun haben möchte. Jetzt, das muss man dann halt auch abschätzen. Das ist dann auch Menschenkenntnis und Menschenkenntnis geht oft in Intuition und Bauchgefühl rein. Das heißt, wenn es von Anfang an nicht passt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass man da auch später oder diese Beziehung zwischen zwei Personen keine Früchte tragen wird. Das heißt, da muss man auch schauen, dass, ich denke mal, das entwickelt man auch mit der Zeit. Ich hatte auch schon Begegnungen mit Leuten, die ich eigentlich ganz nett gefunden habe, so auf den ersten Eindruck, aber mir dann das Bauchgefühl immer gesagt hat, okay, mit denen möchte ich eher nichts zu tun haben. Natürlich als Bekanntschaft kein Problem, aber ich möchte tiefgehender oder halt tiefgründiger nichts mit ihnen zu tun haben, weil so und so oder weil mir das Bauchgefühl in dieser Hinsicht irgendwas halt mitteilen wollte. Und dann vertraue ich auch meistens auch auf dieses Bauchgefühl und bisher habe ich da eigentlich keine negativen Erlebnisse gehabt dadurch oder halt sehr wenige. Und ich meine natürlich, nur weil das Bauchgefühl sagt, nein, diese Person, mit der möchte ich nichts zu tun haben, muss man nicht unhöflich werden. Das ist ja kein Problem, man kann einfach mit dieser Person halt das machen, was man gerade machen musste, irgendwie oder sonst irgendwas. Und man bleibt ja höflich, nett und so weiter auf einer gewissen Ebene und dann geht man wieder getrennte Wege. Es ist ja kein Problem. Es ist ja eine freie Welt. Man darf machen, was man will im Prinzip, ohne dass man halt andere, also andere meiner Meinung nach schädigt oder sonst irgendwas, ja. Genau. So. Dann auch bei Entscheidungen und Tätigkeiten hat das Bauchgefühl, die Intuition, extrem wichtiger Faktor. Eben vor allem auch bei Entscheidungen, zum Beispiel man wechselt den Job oder man zieht in eine Wohnung oder sonstige Sachen, da ist das Bauchgefühl auch immer extrem wichtig bei solchen großen Entscheidungen oder mit wem möchte man das Leben zusammen verbringen und so weiter, den Lebenspartner. Und wenn dort das Bauchgefühl schon von Anfang an auch irgendwie Nein sagt, dann muss man halt auch aufpassen, wieso oder was ist denn das für ein Gefühl und so weiter. Oder vielleicht ist ja genau das Gegenteil, wie sagt das Bauchgefühl, boah, du machst es genau gut, richtig, so weiter, so. Und dann machst du halt einfach dein Ding. Also es ist wirklich extrem spannend, was das eigentlich ist, diese Intuition. Es ist schwer zu erklären. Ich bin ja auch kein Psychologe oder so, aber ich denke mal, die meisten werden dieses Gefühl kennen der Intuition. Oder man merkt einfach zum Beispiel auch, wenn man gerade etwas macht, man merkt, man macht es richtig oder man denkt irgendwie, man macht es richtig und es wird einen vorwärts bringen. Und es ist ein schwer zu erklärendes Gefühl. Aber ich denke mal, du wirst es verstehen und falls nicht, dann irgendwann wirst du es wahrscheinlich verstehen. Und ja, das war jetzt so meine Meinung zum ja, Thema Intuition und dem Bauchgefühl. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen verständlich rüberbringen, weil es da doch schon ein relativ schwieriges Thema ist. Und
Ja, es ist, ich habe es so verständlich wie möglich gemacht mit einigen Beispielen, die ich hatte. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten kannst du auch die Benachrichtigungsglocke hier drücken, damit du keine Videos mehr verpasst. In der Videobeschreibung habe ich einige Affiliate-Links, mit denen du mich unterstützen könntest. Außerdem für mehr Content kannst du gerne auch meinen Blog vorbeischauen, der ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt.